Yes, sir. Guten Morgen, können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Hallo. Zunächst einmal danke an die Organisatoren Christoph, Marianne, Jan-Henrik und auch, um noch einmal auf das einzugehen, was Marianne gesagt hat, auch ich möchte mich bei Annika bedanken und den auch Konferenztechnikern, die heute hier dabei sind. Vielen Dank für alle, die das organisiert haben und uns heute zusammengebracht haben, um über ein so interessantes Programm zu diskutieren. Auch vielen Dank an die Sponsoren, die die Konferenz unterstützen und die Heinrich-Böll-Stiftung, die bei dieser Konferenz als Gastgeber fungiert. Also, herzlich willkommen zur ersten Sitzung. Und ja, das sieht ja nach einem sehr interessanten Panel aus. Das ist ja der erste Teil eines Themas, das sich insgesamt durch die Konferenz zieht, nämlich zum Thema zwischen Politik und Gesellschaft, umweltpolitische Folgen von Tschernobyl in Ost und West. Wir haben drei Sprecher plus einen Kommentar in diesem Panel. Und ja, es gibt also viel zu tun. Als erstes werden wir Arne Kaiser hören, ein Geschichtsprofessor, ein Professor für die Geschichte der Technologie am Königlichen Institut für Technologie in Stockholm. Da hat er auch früher schon das Institut für die Geschichte von Wissenschaft und Technologie geleitet. Arne hat eine interessante Geschichte, sowohl als Staatsbediensteter als auch als Akademiker vorzuweisen, hat sich sehr beschäftigt mit dem Thema der Umwelt und der Entwicklungshilfe auch und hat zu diesen Themen viel veröffentlicht und hat sich diese Themen eben im Rahmen der europäischen Infrastruktur angesehen. Zurzeit ist er Teilnehmer eines Projekts namens Honest. Und heute spricht er über die Auswirkungen der Katastrophe von Tschernobyl auf die Umwelt- und Energiepolitik in Schweden. Als zweites hören wir heute Luigi Piccioni, der seinen Abschluss an den Universitäten in Rom und Pisa gemacht hat. Auch er hat verschiedene Bücher veröffentlicht zum Thema Umweltgeschichte. Und in seinem Vortrag heute spricht er über den Weg hin zu einem nicht-nuklearen Land, die Auswirkungen des Unfalls von Tschernobyl auf die italienischen Umweltpolitiken. Und als dritte Sprecherin haben wir Carina Kalmbach. Sie hat in Florenz am Europäischen Institut ihre Doktorarbeit geschrieben und sie untersucht die unterschiedlichen Reaktionen in Frankreich und Großbritannien auf Tschernobyl. Und Carina war hier in Berlin schon tätig zum Thema Entsorgung von Atomabfällen, von Atommüll, aber zurzeit arbeitet sie an der Universität von Eindhoven in der Gruppe über Technologie und zwar insbesondere zum Thema Angst als Argument in einem Diskurs für die Technologie. Heute spricht sie zum Thema Tschernobyl und keine Konsequenzen und wie gesagt auch wieder eine komparative Studie Frankreich versus Großbritannien. Elisabetta Bini, eine Forscherin aus Triest, die ihre Doktorarbeit an der New York University geschrieben hat und die Gründungsmitglied und Koordinatorin der italienischen Atomforschungsgruppe ist, wird heute den Kommentar abgeben. Sie untersucht zurzeit die Rolle der Internationalen Atomenergiebehörde, insbesondere die Auswirkungen in, ich glaube, Lateinamerika und Osteuropa. Und Elisabetta hat auch viele Veröffentlichungen vorgelegt über Energiepolitik im italienischen Kontext. Ja, das ist also der Überblick über das, was uns in diesem ersten Panel erwartet. Und ich denke, mit den meisten Podiumsteilnehmern habe ich schon über die Vorgehensweise diskutiert. Offenbar hat jeder 20 Minuten Zeit für seinen oder ihren Vortrag. Und ich habe ein Kartensystem, wie beim Fußball. Die blaue Karte, anders als beim Fußball, bedeutet noch 5 Minuten und die rote Karte bedeutet noch 2 Minuten. Und wir organisieren das Panel folgendermaßen. Zunächst einmal hören wir uns die drei Vorträge und den Kommentar an und dann werden wir auch Beiträge aus dem Publikum entgegennehmen und werden insgesamt die Vorträge diskutieren. Also, ohne weitere Umschweife möchte ich jetzt Arne bitten, seinen Vortrag zu halten. Guten Morgen allerseits.
Mein Deutsch aus der Schule ist relativ schlecht. Ich kann Sie gut verstehen, aber ich kann schlecht sprechen. Vielen Dank an die Organisatoren für diese Konferenz. Ich habe den Titel meines Papers gestern noch geändert, damit er besser passt in das, was ich zu sagen habe. Montag früh, 28. April 86, war dramatisch im AKW Forsmark, 100 Kilometer nördlich von Stockholm. Die Nachtschicht machte eine Routine-Kontaminierungskontrolle und da zeigte sich Radioaktivität an der Kleidung der entsprechenden Arbeiter. Weitere Untersuchungen zeigten radioaktiven Staub auf dem Boden um das AKW herum, aber keine Beweise für eine Leckage oder einen anderen Unglücksfall. Die Anlage wurde dennoch evakuiert und ein Notteam blieb vor Ort. Um 10 Uhr wurde eine Kontaminierung berichtet an die schwedische Strahlenschutzbehörde in Stockholm, die sofort ein Krisenteam zusammenstellte aus unterschiedlichen Experten, um die Situation auszuloten. Die Atomspezialisten haben die Isotope dann untersucht und analysiert und sie fanden heraus, dass die Bestrahlung von einem Reaktor stammte, nicht von einem Atombombentest. Die Meteorologen haben die Windrichtungen und die Windgeschwindigkeiten identifiziert und haben sofort gesagt, das AKW muss in der Sowjetunion liegen. Als diese Erkenntnisse nach 6 Stunden dem schwedischen Energieminister Birgitta Dahl vorgelegt wurden, da hat sie sofort den schwedischen Botschafter in Moskau instruiert und gebeten, ihr zu sagen, was passiert sei. Einige Stunden später hat die Sowjetregierung bestätigt, dass es ein AKW gegeben hat, das beschädigt wurde. Aber es wurde nicht gesagt, welcher Reaktor oder welche Art von Schaden aufgetreten war. Weitere Analysen dieses Krisenteams suggerierten, dass es der Tschernobyl-Nuklearreaktor war in der Ukraine, der beschädigt wurde. Und das Krisenteam forderte die schwedische Raumfahrtbehörde auf, entsprechende Radarbilder zu liefern über dieses Gebiet. 2 Tage später produzierte die Raumfahrtbehörde ein Bild der Reaktoranlage. Dort gab es eine große Rauchwolke über Reaktor 4 und das bewies, dass ein größerer Unfall geschehen war. Aber die radioaktiven Messungen bei Forsmark und die entsprechenden Analysen des schwedischen Krisenteams enthüllten das Desaster von Tschernobyl für die Welt. Aufgrund von nordwestlichen Winden sind viele radioaktive Partikel, die freigesetzt wurden während des Desasters in Tschernobyl, auf Schweden niedergegangen zwischen dem 27. und 28. April. In Bereichen, wo es in dieser Nacht regnete, gab es sehr vielen radioaktiven Niederschlag auf dem Boden. Außerhalb der Sowjetunion war Schweden das am meisten betroffenste Land von diesem radioaktiven Niederschlag. Die schwedischen Massenmedien berichteten intensiv über die Katastrophe und über die erhöhten Strahlungswerte. Das führte zu großer Angst in der Bevölkerung. Viele Eltern hatten Angst, ihre Kinder draußen spielen zu lassen. Und die Strahlenschutzbehörde hatte Schwierigkeiten, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Der Generaldirektor trat fast jeden Tag im Fernsehen auf, einige Wochen lang. Landwirte in den kontaminierten Bereichen mussten ihre Milch wegkippen und Rentierhirten mussten 80% ihrer Rentiere ausrangieren nach der Katastrophe. Also spielte Schweden nicht nur eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung der Katastrophe von Tschernobyl, es war auch das Land außerhalb der Sowjetunion, das am meisten betroffen war. Zudem war Schweden das Land mit der meisten Atomkraft pro Kopf weltweit. Atomkraft war dennoch ein sehr heiß umkämpftes politisches Thema und das schon seit 10 Jahren. Vor diesem Hintergrund würde man annehmen, dass die Katastrophe von Tschernobyl politische Auswirkungen in und auf Schweden haben würde und auf das ambitiöse Atomprogramm. Es ist aber überraschend zu hören, dass das nicht so war. Die politischen Auswirkungen waren sehr beschränkt und sehr viel geringer als die Auswirkungen nach dem Störfall von Harrisburg 7 Jahre vorher, die überhaupt keine Umweltauswirkungen auf Schweden hatten. Nun, ich möchte hier jetzt versuchen zu erklären, welchen Unterschied es gegeben hat
zwischen diesen beiden Reaktorunfällen und den Auswirkungen auf Schweden. Um das zu tun, muss ich das in die historische Perspektive stellen. Und ich werde beginnen mit dem Nuklearprogramm in den 50er und 60er Jahren, dem Aufkommen einer Anti-AKW-Bewegung in den 70er Jahren. Und danach werde ich die Effekte dieser zwei Nukleardesaster oder Unfälle auf die schwedische Energiepolitik analysieren. Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki haben ein ambitiöses Atomforschungsprogramm in Schweden mit sich gebracht. Mitte der 50er Jahre hat Schweden ein Programm aufgelegt, um einen eigenen Nuklearbrennstoffzyklus zu entwickeln, der die Extraktion von schwedischen Uranressourcen umfasste, den Bau von Schwerwasserreaktoren und die Wiederaufarbeitung der verbrannten Brennstoffe. Dadurch würde nicht nur die Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen reduziert, sondern dadurch könnte man auch eigene Atombomben schaffen und produzieren. Mitte der 60er Jahre gab man diesen Nuklearbrennstoffzyklus auf, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil man keine Atombomben mehr wollte. 1965 trat dann ein Privatunternehmen auf und unterschrieb einen Vertrag mit der schwedischen ASEA für 400 Megawatt Leichtwasserreaktoren. 1972 gab es 11 Nuklearreaktoren, die bestellt wurden, und die Stromindustrie plante, noch mehr zu bauen. In dieser Zeit gab es einen sehr wirkmächtigen nuklearindustriellen Komplex in Schweden, der die großen Stromunternehmen umfasste, ASEA und andere Gerätehersteller, die Schwerindustrie, Regierungsbehörden, technische Universitäten und Gewerkschaften. Bis 1972 hatte es breite politische Unterstützung für Atomkraft in Schweden gegeben. Aber in den folgenden Jahren veränderten sich die Dinge dramatisch. Nuklearstrom, Atomkraft wurde in Frage gestellt. Die Kritik kam von Wissenschaftlern und Umweltaktivisten und Kollegen aus dem Ausland, insbesondere aus den USA. Als Resultat einer intensiven öffentlichen Debatte stellten sich zwei von fünf Parteien im Parlament gegen Atomkraft: die Zentrumspartei, deren Wählerschaft Landwirte waren, und die Kommunistische Partei. Bei den Wahlen 1976 gewannen nicht-sozialistische Parteien gegen die Sozialdemokraten, und das erste Mal in 40 Jahren. Thorbjörn Fälldin wurde Premierminister, Leiter der Zentrumspartei, in einer Koalitionsregierung. Fälldins Anti-Atom-Aussagen waren entscheidend für seinen Sieg. Aber die anderen Parteien, die anderen zwei Parteien in der Koalition, die Konservativen und die Liberalen, hatten einen sehr viel positiveren Ansatz an Atomkraft. Und das Atomthema führte zu großen Konflikten in der Regierung. Die Umweltbewegung in Schweden ist stärker geworden in den 1970er Jahren und sie konzentrierte sich immer mehr auf Atomkraft. 1978 gab es eine breite Dachorganisation mit dem Namen Volkskampagne gegen Atomkraft. Es gab lebhafte Debatten innerhalb dieser Volkskampagne über mögliche Strategien. Wie wäre es möglich, den wirkmächtigen nuklearindustriellen Komplex zu bekämpfen, der mittlerweile von drei politischen Parteien unterstützt wurde mit einer überwältigenden Mehrheit im Parlament? Ein Referendum wurde dann als Option diskutiert. Aber als die Volkskampagne ein Referendum einforderte, da stellten sich die atomfreundlichen Parteien dagegen und sagten, dass dieses Thema zu komplex sei für ein Referendum. Das heißt, die Volkskampagne begann dann mit einer Petition für ein Referendum. Das war im März 1979. Aktivisten begannen, Unterschriften einzusammeln. Und inmitten dieser Kampagne passierte der Störfall von Harrisburg am 28. März. Die schwedischen Massenmedien berichteten sehr extensiv darüber, und dieser Störfall gab der Antinuklearbewegung einen enormen Aufwind. Eine Woche später gab Olaf Palme bekannt, dass die Sozialdemokraten jetzt das Referendum unterstützen würden, und die Konservativen und die Liberalen folgten kurz danach. Die Billigung des Referendums war ein riesiger Erfolg für die Volkskampagne. Aber die Einrahmung des Referendums, auf das sich das Parlament verständigte, war eine Enttäuschung. Die Anti-Nuklear-Seite wollte... Ich glaube, ich bin hier ein Slide zurück. Also,
die antinukleare, noch einmal, die Billigung des Referendums war ein großer Erfolg für die Volkskampagne, aber die Einrahmung des Referendums war eine Enttäuschung. Die Antinuklearbewegung wollte ein direktes Referendum mit zwei Alternativen. Eine Alternative für einen Ausstieg und eine Alternative für einen weiteren Ausbau der Atomkraft. Und es war ein Schock für sie, als die pro-nuklearen Parteien sich in zwei Alternativen aufteilten, aus taktischen Gründen. Also es gab Strang 1, unterstützt von den Konservativen, Strang 2, unterstützt von den Sozialdemokraten und den Liberalen und Strang 3 von der Zentrumspartei, den Kommunisten und natürlich der Volkskampagne. Linie 3 oder Strang 3 wollte aussteigen aus der Atomkraft. Das bedeutete, dass die sechs Nuklearreaktoren, die in Betrieb waren, stillgelegt werden sollten in den nächsten 10 Jahren. Strang 1 und 2 waren fast identisch. Und sie waren auch für einen Ausstieg, aber erst in der fernen Zukunft. Die entsprechende Formulierung lautete: Es gibt einen Ausstieg aus der Nuklearenergie unter Berücksichtigung des Strom-, Beschäftigungs- und Wohlfahrtsbedarfs. Diese zwei Stränge, die vorgeschlagen wurden, sagten, dass zusätzlich zu den 6 Reaktoren, die bereits in Betrieb waren, es weitere 6 Reaktoren gab, die gebaut wurden und dann letztendlich in Betrieb gehen sollten in den nächsten Jahren. Der einzige Unterschied zwischen den zwei Alternativen war, dass Strang 2 forderte, dass der Staat hier Eigentümerschaft übernehmen sollte. Strang 2 war sozusagen ein Mittelweg und der Slogan war Ausstieg, aber mit Verstand. Die Referendumskampagne dominierte dann das politische Leben und auch die Massenmedien für einige Monate. Die Kampagne Strang 3 wurde zu einer Massenbewegung und vereinigte Aktivisten aus ganz Schweden. Sie organisierten Demonstrationen, öffentliche Meetings, sie hatten ihre eigenen Zeitungen und sie klopften an die Tür von normalen Menschen. Die Kampagnen der beiden anderen Stränge waren normale Wahlkampfkampagnen. Man hatte entsprechende Beamte, man hatte entsprechende Lobbyisten und diese wurden von der schwedischen Industrie wirtschaftlich unterstützt. Sie hatten die Ressourcen, um entsprechend Anzeigen zu schalten in den wichtigsten Zeitungen in Schweden. Das Ergebnis des Referendums war, dass Strang 2 39,1% der Stimmen bekam, Strang 3 bekam 38,7% und Strang 1 bekam 19%. Basierend auf diesem Referendum setzte sich das Parlament das Ziel, dass alle AKWs abgeschaltet werden sollten bis 2010. Aber kurzfristig bedeutete es eine Rückkehr zur Tagesordnung. In den kommenden 5 Jahren wurden 6 zusätzliche Reaktoren, die noch viel größer waren als die bereits existierenden, in Betrieb genommen. Das Ergebnis des Referendums war natürlich eine riesige Enttäuschung für alle Mitglieder der Volkskampagne, die so intensive Kampagnenarbeit geleistet hatten in den Vormonaten. Es war also nicht überraschend, dass eine Mehrheit der Aktivisten desillusioniert waren und die Volkskampagne verließen. Einige gingen in politische Parteien und unter anderem in die Grüne Partei, die 1981 gegründet wurde. Aber als die Katastrophe von Tschernobyl passierte, da war die Anti-Atom-Bewegung sehr geschwächt. Tschernobyl führte zu einer schnellen, aber kurzen Wiederbelebung. Die ehemaligen Mitglieder der Volkskampagne sagten, wir sollten jetzt wieder unsere Aufkleber nutzen, Atomkraft nein danke. Und es gab Demonstrationen in ganz Schweden, die einen sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft forderten. Die Massenmedien waren voll mit Artikeln über die Katastrophe und die Auswirkungen der Katastrophe. Und es gab Debatten über die Risiken der schwedischen Atomkraft. Die Umfragen zeigten, dass es jetzt immer mehr negative Einstellungen gegenüber der Atomkraft gab. Und die Sozialdemokraten, die wieder an der Macht waren, waren sehr sensibel, was diese Ressentiments anging. Die Energieministerin Birgitta Dahl hatte eine aktive Rolle gespielt bei der Enthüllung dieser Katastrophe und war tief geschockt. Sie hat sofort eine Untersuchung der Katastrophe angeordnet. Diese Kommission hat dann ihren Bericht nach 4 Monaten vorgelegt und kam zu dem Schluss, dass der Unfall von Tschernobyl, dass die frühere
Beurteilung nicht veränderte, dass es also sehr unwahrscheinlich war oder sein würde, dass eine derartige Katastrophe auch unter dem schwedischen Atomprogramm passieren würde, auch wenn man es nicht komplett ausschließen könnte. Die Kommission argumentierte auch, dass ein sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie große wirtschaftliche Konsequenzen haben würde. Basierend auf diesem Bericht und basierend auf weiteren Untersuchungen hat die Energieministerin dann einen Vorschlag dem Parlament vorgelegt, der besagte, dass es einen Ausstieg bis zu der Mitte der 90er Jahre geben würde. Also der erste Reaktor sollte 94 vom Netz genommen werden und dann die anderen zwei Jahre später. Das Parlament billigte diesen Gesetzesentwurf und Dahl sagte dann, dass die Entscheidung für einen Atomausstieg nicht mehr widerrufen werden könne. Die Volkskampagne natürlich wollte einen schnelleren Ausstieg, aber es hatte sich inzwischen keine wirklich Anti-Atomkraftbewegung mehr herausgebildet. Sie hatte kein politisches Gewicht mehr. Die neue Politik wurde letztendlich in Frage gestellt von atomfreundlichen konservativen und liberalen Parteien und von Industrieführern. Auch die Gewerkschaften, die sehr stark waren innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, waren auch gegen einen Ausstieg. Sie argumentierten, dass ein frühzeitiger Ausstieg die Arbeitsplätze in der Industrie gefährden würde. In den kommenden Jahren erfuhr die Sozialdemokratische Partei starke interne Konflikte zwischen der Fraktion, die für wirtschaftliches Wachstum war, und der Fraktion, die sich für Umweltschutz einsetzte. Die erste gewann und als Resultat wurde das Energieportfolio transferiert von Birgitta Dahl auf den Leiter der Gewerkschaft Rune Molin im Jahre 1990. Molin, der Birgitta Dahl ersetzte, begann neue Verhandlungen in Bezug auf die Energiepolitik mit der Zentrumspartei und der Liberalen Partei. Und sie fanden eine Vereinbarung und sagten, dass dieser frühzeitige Ausstieg verschoben werden sollte in die undefinierte Zukunft. Ein Argument war, dass die neue Politik mit Klimawandel zu tun hatte. Das war ein politisches Thema seit 1988. Als Zugeständnis für die Zentrumspartei schloss diese Vereinbarung auch ein Programm für den Anstieg der Biomasseproduktion ein, um die politische Basis der Landwirte zu befriedigen. Die drei Parteien hatten eine Mehrheit im Parlament und die neue Energiepolitik wurde verabschiedet vom Parlament im Frühjahr 1991. 5 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl entschied sich das Parlament, das schwedische Nuklearprogramm unverändert weiterzuführen. Die unwiderrufliche Entscheidung, den Ausstieg Mitte der 90er Jahre zu beginnen, wurde widerrufen nach starken Reaktionen von der pronuklearen Seite, während die Anti-Atom-Bewegung zu schwach war und keinen Einfluss mehr auf den Prozess hatte. Zum Schluss. Wie wir gesehen haben, waren die politischen Auswirkungen in Schweden sehr viel mehr, sehr viel begrenzter als die Auswirkungen nach dem Störfall von Harrisburg. Obgleich Tschernobyl direkte Auswirkungen auf Schweden hatte, während Harrisburg keine direkten Auswirkungen auf Schweden hatte. Ein Grund dafür ist, dass das politische Klima in Schweden 1979 ganz anders war als 1986. Der Störfall von Harrisburg ist genau dann passiert, als die Anti-Atom-Bewegung Zuspruch fand und eine Kampagne anstieß für ein Referendum. Das Referendum hat entsprechend dieser Antinuklearbewegung Aufwind gegeben. Aber die Tatsache, dass die Antinuklearbewegung das Referendum verlor, bedeutet auch, dass es keinen Einfluss mehr hatte und Mitglieder verlor. Aber das Referendum implizierte, dass das Parlament letztendlich aus der Atomkraft aussteigen würde, wenn auch in einer fernen Zukunft. Die Katastrophe von Tschernobyl passierte, als die Nuklearbewegung keine wirkliche Schwerkraft mehr hatte. Sie konnte sich nicht neu aufbauen und sie konnte daher auch keinen Einfluss mehr auf den politischen Prozess nehmen nach der Katastrophe.
Es war die Energieministerin Birgitte Dahl, die sich sehr aktiv gezeigt hatte bei der Enthüllung dieser Katastrophe und die dann einen Ausstieg bis Mitte der 90er Jahre vorschlug. Diese unumkehrbare Entscheidung, wie sie es nannte, führte zu einer starken Gegenreaktion innerhalb ihrer eigenen Partei, was zu ihrer Absetzung führte. Und am Ende wurde das schwedische Nuklearprogramm komplett unverändert weitergeführt, als ob Tschernobyl niemals passiert war. Vielen Dank. Einen Moment bitte, ich fange gleich an. Ich muss bloß die Slides vorbereiten. In Europa gibt es zurzeit 14 Länder, die über Atomkraftwerke verfügen, 13 Länder, die niemals welche hatten und nur 3, die einmal welche hatten, die einmal ein Atomprogramm entwickelt haben und die dann früher oder später in der Situation waren, dass sie das Atomprogramm aufgeben mussten. Diese 3 Länder sind Österreich. Da gab es 1987 ein Referendum. Dann Litauen. Dieses Land hat 2004 sein einziges Atomkraftwerk geschlossen, weil das eine Auflage war für den Beitritt zur Europäischen Union. Und dann gab es noch Italien. Italien hat sein Atomprogramm 1978 auch nach einem Referendum aufgegeben. 1987 auch nach einem Referendum aufgegeben. Und diese Aufgabe fand eben auch statt unter dem Eindruck des Desasters von Tschernobyl. Das heißt also, die Frage der Konferenz, Tschernobyl, Wendepunkt oder Katalysator, ist gerade im Zusammenhang mit Italien sehr berechtigt. Wenn wir diese Frage beantworten möchten, dann können wir vielleicht auf die chemische Metapher zurückgehen, die Christoph, Jan, Henrik und Marianne vorgetragen haben. Ich denke nämlich auch, wir müssen uns die Elemente angucken, die in der italienischen Reaktion in den Jahren 1986 und 87 eine Rolle gespielt haben. 2 von denen, nämlich der industriell-institutionelle Komplex, der mit der Atomenergie in Verbindung steht, und auch die Anti-Atomkraftbewegung, waren die wichtigsten Faktoren. Aber es gab noch 2 andere wichtige Faktoren, nämlich zum einen politische Parteien und Gewerkschaften und zum anderen Massenmedien. Und letztlich müssen wir auch etwas sagen über das Umfeld, in dem diese chemische Reaktion stattfand. Das heißt also über den historischen Kontext des Italiens der 70er und 80er Jahre. In der ersten Hälfte des Jahres 1986 gab es ein italienisches Netzwerk von Aktivitäten, Initiativen, Zusammenarbeiten und Allianzen zum Thema Atomkraft. Und das war eine sehr starke Kraft mit einer langen Geschichte. Denn 1946 wurde sie schon ins Leben gerufen, diese Allianz, an der Universität von Mailand, wo geforscht wurde, ob man ein italienisches Atomkraftwerk bauen könnte. Diese Forschungsarbeiten wurden zwar nicht durch die Regierung unterstützt, fanden aber immerhin statt. Die Gleichgültigkeit von Politikern gegenüber dem Thema Atomkraft führte dazu, dass Italien bei der Entwicklung von Atomkraftwerken anderen Ländern gegenüber hinterherhängte. Die italienische Atomenergieagentur wurde erst 1952 ins Leben gerufen. Und trotzdem beschäftigte man sich, wie gesagt, in Italien schon relativ früh mit Atomenergie. Es gab 2 verschiedene Einrichtungen, die Anfang der 50er Jahre anfingen, Atomkraftwerke zu bauen, mit einer Leistung von 150 bis 250 Megawatt. Diese Kraftwerke waren mit englischen und amerikanischen Reaktoren ausgestattet und wurden zwischen Juli 1963 und Januar 1965 dann letztlich auch eingeweiht. Und so belegte Italien im Jahr 1967 den 5. Rang weltweit
was die Atomkraft, die Leistung der Atomkraftwerke betrifft, gleich hinter den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien. In denselben Jahren jedoch erreichte die Entwicklung der Atomkraft in Italien praktisch einen Stillstand. Auch deswegen, weil zwischen 1961 und 1963 einige der wichtigsten Architekten von Italiens technologischer und energiepolitischer Unabhängigkeit entweder verschwunden oder entmachtet worden waren. Zum Beispiel im Bereich IT, aber auch im Bereich Energie und auch im Bereich Atomenergie wurden wichtige Vertreter letztlich entweder aus dem Weg geräumt oder sie sind verschwunden, sie sind gestorben. Es ist eine lange Geschichte zu erklären, wenn ich erklären wollte, wie die führenden Köpfe in diesen Bewegungen letztlich verschwanden. Bis Ende 1962 war der gesamte Stromsektor verstaatlicht worden und es gab ein staatliches Stromunternehmen, nämlich die Ente Nazionale per l'Energia Elettrica oder ENEL. Ah, hier übrigens auf dem Slide sehen wir den Bau von Atomkomplexen in Italien. Für die damaligen Standards waren das relativ gute Arbeiten. Ja, also, dieses staatliche Stromunternehmen, ENEL, war auch verantwortlich für den Atombereich und hatte dementsprechend die drei vorhandenen Atomkraftwerke übernommen. Aber einige Jahre lang hat das Unternehmen keine Pläne für weitere Atomkraftwerke geschmiedet. Erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre wurde ein neues Kraftwerk für 800 Megawatt geplant, aber der Bau begann erst 1970. Und es gab also eine Politik von Tag zu Tag im Bereich Energie und Atomkraft, eine sehr kurzfristig gedachte Politik. Und das führte dazu, dass das staatliche Atomkraftwerkprogramm noch weiter ausgebremst wurde und dass die Entwicklung von Atomkraft praktisch eingefroren wurde in einer Zeit, in der die Wirtschaft des Landes eigentlich einen Boom erlebte und es auch eine stärkere Stromnachfrage gab. Felice Ippolito, der Vorsitzende letztlich dieses Unternehmens und der führende Kopf im Bereich Atomkraft, hat 1974 ein Buch geschrieben mit dem Titel 1963 bis 1973 10 verlorene Jahre. Zwischen 1967 und 1973 war Italien von Rang 5 in der Weltatomkraftrangliste auf den 16. Platz abgefallen. Wie in vielen anderen Ländern, so war auch in Italien zu beobachten, dass 1973 die Ölkrise die italienische Regierung dazu brachte, sich wieder über Atomkraft Gedanken zu machen. Und deswegen wurde ein staatlicher Energieplan beschlossen im Jahr 1975. Vorgesehen war in diesem Plan eine Zunahme der Atomkraft von zu diesem Zeitpunkt 592 Megawatt rauf auf 40.800 bis sogar 52.800 Megawatt innerhalb der kommenden 15 Jahre. 20 Atomkraftwerke wurden geplant. Und dieser Plan wurde verabschiedet, ohne dass es nennenswerten Widerstand im Land gegeben hätte. Es gab nur ein paar ganz kleine Gruppen von Protestanten, zum Beispiel innerhalb des italienischen World Wildlife Fund. Also ein paar Gruppen hatten Zweifel und haben 1973 ein kleines Booklet gegen Atomkraft veröffentlicht, aber sie waren letztlich die einzigen, die sich öffentlich in diesem Moment gegen Atomkraft gewandt haben. Aber in den ersten Monaten des Jahres 1976 kam es zu einer Begegnung zwischen den nationalen Umweltverbänden und einzelnen lokalen Protestanten. Und durch diese Begegnung wurde es offensichtlich, wie schwierig der Weg hin zur Atomenergie in Italien in Zukunft sein sollte. Ein Ort, einer der Orte, an denen neue Atomkraftwerke geplant waren, musste dann aufgegeben werden, weil die Gemeinschaft vor Ort ganz klar auch rechtlich dagegen vorgegangen ist, um eben zu verhindern, dass das Kraftwerk in ihrem Stadtgebiet gebaut wird. Das war die Stadt Darquinia und das war schon im Jahr 1976.
Das zweite Element in der Reaktion war natürlich die Bewegung gegen Atomkraft. Diese Anti-Atomkraft-Bewegung bestand zunächst einmal aus den traditionellen Umweltbewegungen wie World Wildlife Fund. Der wurde ja in Italien 1966 gegründet. Und dieser Verband, diese Verbände, nahmen seit den 1970er Jahren einen starken Zuwachs wahr. Das heißt also, diese Verbände, diese Umweltverbände und Anti-Atomkraftverbände wuchsen sehr, sehr schnell an in ihrer Mitgliederzahl. Und hinzu kam die Revolte von 1968. Und genau wie in Frankreich, so brachte auch in Italien diese 68er Generation eine starke Kritik an Wissenschaft und Forschung und Technologien vor. Und das war natürlich ein sehr wichtiges Thema, insbesondere unter linksgerichteten Parteien. Dies war auch eine Phase, in der... Eine Sekunde bitte. Entschuldigung, ich habe mich gerade in der Zeile geirrt. Das heißt also, es gab die konservative Ansicht und natürlich auch diejenigen, die auf der linken politischen Seite Wissenschaft und Technik kritisiert haben. Ein weiter wichtiger Punkt waren die Parlamentswahlen 1976. Dort war die Partito Radicale relativ erfolgreich. Sie hatte sich selber erneuert, um sich den neuen politischen Forderungen zu stellen, die sich aufgrund der sozialen Bewegungen ergeben hatten. Das heißt also, es war eine kleine, aber doch deutlich sichtbare Partei, Partito Radicale. Hier haben wir einen Slide dazu. Partito Radicale war die erste italienische Partei, die sich offen und aktiv gegen die Entwicklung des Atomsektors und des nationalen oder staatlichen Atomenergieplans stellte. Hinzu kam, dass im Frühling 1977 eine große Jugendrevolte ausbrach, insbesondere in den großen Städten, und zwar auf der Grundlage von postmaterialistischen Werten und radikalen Vorgehensweisen, radikalen Aktivitäten. Auch wenn all diese Akteure sehr unterschiedlich waren, haben sie sich doch 1977 zusammengeschlossen und vereinigt in einer Anti-Atomkraft-Bewegung, die ein ganz wichtiger Referenzpunkt wurde auf jeder Ebene, der politischen, wissenschaftlichen und institutionellen Ebene, für die Oppositionellen, die eben auch auf lokaler Ebene aktiv waren. Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er und Anfang der 80er, war also die Anti-Atomkraft-Bewegung in Italien relativ stark war. Sie war zwar nicht sehr stark im Parlament vertreten, aber sie war vereinigt und sehr, sehr stark. Um also unsere Beschreibung der 70er zu beenden, müssen wir auch noch feststellen, dass die Organisation der öffentlichen Machtstrukturen in Italien Ende der 70er sehr verändert wurde. In der ersten Hälfte der 70er Jahre gab es drei Prozesse, die dazu führten, dass die italienische Demokratie dezentralisierter wurde, lokaler organisiert war. Erstens gab es neue lokale Verwaltungen mit sehr starker verwaltungstechnischer Autonomie. Der zweite Prozess war eine beispiellose Welle von politischer Teilhabe. Dies ging letztlich von den großen Protestzyklen aus, also aus den Jahren 1968 und 1969. Da gab es eben eine starke Beteiligung am demokratischen Prozess insgesamt in den 70er Jahren. Und es gab noch einen dritten Faktor, der hinzukam, nämlich eine Reihe von Wahlerfolgen, insbesondere für die Kommunistische Partei bei den allgemeinen Wahlen in den Jahren 1975, 76. Und in einer solchen Situation wagte niemand auch nur darüber nachzudenken, ob man eventuell
ein Atomkraftwerk bauen und planen könnte, ohne vorherige Zustimmung der lokalen Behörden. Das heißt also der regionalen Parlamente und der Stadträte. Das heißt also, es gab damals zwar keine offensichtliche Opposition, die sich gegen die Atomkraft gewandt hätte, also keine große institutionelle Opposition, aber trotzdem wurde 1975, zusätzlich zum Energieplan von 1975 ein Gesetz verabschiedet, das es unmöglich gemacht hat, Atomkraftwerke zu bauen ohne Zustimmung der lokalen und regionalen Behörden. Und obwohl die regionalen Verwaltungen eigentlich immer für Atomkraft gewesen waren, bedeutete dieses neue Gesetz natürlich, dass das Schlachtfeld in die Peripherie verschoben wurde und dass die Anti-Atom-Bewegung gestärkt wurde. Denn natürlich wollten die meisten oder zumindest sehr viele Stadträte nicht, dass ausgerechnet in ihrem Stadtgebiet Atomkraftwerke gebaut wurden. Also eine komplexe Kombination von Faktoren. Und auf diese Weise war die Regierung gezwungen, zwischen Ende 77 und Frühling 86 dreimal den staatlichen Energieplan zu überarbeiten, sodass die Zahl der geplanten Atomkraftwerke auf mittlerweile nur noch 4 reduziert wurden, also von 20 auf 4, für eine Leistung von 10.000 Megawatt. Und dementsprechend fiel dann Tschernobyl wie ein Meteorit in eine Situation der Stagnation, in eine Situation, in der der große Energieplan von 1975 allmählich ausgetrocknet war und in der nur noch eines von den ursprünglich 20 geplanten Atomkraftwerken dann tatsächlich unter starken Protesten auch gebaut worden war. Und obwohl sie immer noch sehr positiv der Atomkraft gegenüberstanden, konnten die großen Zeitungen und Fernsehsender nicht die Tatsache herabspielen, dass in Tschernobyl ein Unfall, eine Katastrophe stattgefunden hatte. Und dementsprechend hatte Tschernobyl dann 5 große Auswirkungen. Und auch die Parteien und die Zeitungen mussten ihre Einstellung zum Thema nukleare Option neu überdenken. Also, wie gesagt, der Unfall in Tschernobyl hatte 5 große Auswirkungen. Erstens führte er dazu, dass zum ersten Mal ein Umweltministerium begründet wurde. Zweitens, Tschernobyl hat für mehr Umweltbewusstsein in Italien gesorgt. Es gab Organisationen, wie zum Beispiel den World Wildlife Fund, dessen Mitgliederzahl von 32.000 im Jahr 1982 auf 300.000 Mitglieder im Jahr 1990 angestiegen war. Der dritte Punkt. Bei den Wahlen im Jahr 1986 hat die Zahl der Umweltpolitiker im Parlament von 5 auf 26 zugenommen. Und diese Gruppe von Umweltpolitikern aus verschiedenen Parteien, die im Parlament dann vertreten waren, war natürlich auch in der Lage, Beiträge zu leisten, Vorschläge zu unterbreiten und wichtig und entscheidend zu Umweltgesetzen beizutragen. Das heißt also, die Phase von 1987 bis 1991 war die grünste in der Geschichte des italienischen Parlaments. Und als letzte Konsequenz wurde eben auch noch ein Referendum abgehalten, und zwar im Juli 1986. Das war ein Referendum, das ganz klar von den Gegnern der Atomkraft gewonnen wurde. 75% der Befragten oder der Stimmberechtigten haben sich gegen Atomkraft ausgesprochen in diesem Referendum, und das war offensichtlich dann auch das Ende. Denn ja, die Regierung hat dann die 4 noch bestehenden Atomkraftwerke geschlossen und hat beschlossen, das Atomprogramm, das Programm für Atomenergie aufzugeben und somit also auch den staatlichen Energieplan von 1975. Im Jahr 2003 gab es den Versuch, wieder einen Atomplan für Italien
ins Leben zu rufen, aber dieser Versuch ist gescheitert, denn es gab ein erneutes Referendum gleich nach dem Desaster in Fukushima. Und 90%, über 90% der Italiener haben sich wieder gegen Atomkraft ausgesprochen. Meine Zusammenfassung. Katalysator oder Wendepunkt. In Bezug auf Italien kann man sagen, dass der Unfall in Tschernobyl in einer sehr wechselhaften Situation zustande kam, in einem Umfeld, in dem sich gerade mehr Umweltbewusstsein entwickelte, in der es mehr Unterstützung für die Anti-Atomkraftbewegung gab. Und daher wurde Tschernobyl letztlich zum Katalysator für eine Entwicklung, die offenbar schon vorher bestanden hatte. Aber die Auswirkungen von Tschernobyl waren so dramatisch und so relevant, dass man hier durchaus auch von einem Wendepunkt sprechen kann. Applaus